zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Episode wird sich ein weiteres Mal um eine ehemalige militärische Einrichtung drehen. Es gab so einiges in Erfahrung zu bringen, aber was das genau war und welche Informationen ich sonst noch herausbekommen konnte, das und vieles mehr erfahrt ihr alles gleich von mir in den kommenden Minuten. Übrigens findet ihr auf unserem Kanal noch deutlich mehr zu diesem Thema, also verlassene Orte, Lost Places und Urbex. Schaut da nach diesem Video auf jeden Fall mal rein. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich nicht nur über einen Daumen nach oben, sondern auch, wenn ihr uns direkt abonnieren würdet. Jetzt geht's aber erstmal rein in diese Folge. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und wir hören uns gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch einen verlassenen Fliegerhorst bzw. Flugplatz und die später dazugebaute Kaserne. Vor fast genau 100 Jahren entstanden die ersten Überlegungen, südlich einer Stadt in Sachsen-Anhalt einen Flugplatz zu errichten. Dennoch sollte es noch weitere 5 Jahre dauern, bis man dann schlussendlich 1928 durch den Stadtrat erst einmal einen Beschluss erreichen konnte. Ob dann auch tatsächlich angefangen wurde zu bauen, ist ungewiss. Allerdings muss es schon vor der Machtergreifung Adolf Hitlers nur 5 Jahre später einen Flugbetrieb gegeben haben. Eine Jahreszahl dazu konnte ich allerdings nicht herausfinden. Diese sucht man vergeblich. Nachdem die Politik nun in den 30er Jahren eine eindeutige Richtung einschlug, bekam die Anlage ab 1937 einen militärischen Aspekt. In dieser Zeit nutzte das Luftnachrichten-, Lehr- und Versuchsregiment den Flugplatz komplett für ihre Zwecke. Die zivile Luftfahrt blieb buchstäblich auf der Strecke. Nördlich der Landebahn wurden die hier gezeigten Gebäude als Luftwaffenkaserne errichtet. Einige davon sind heute in privater Hand, andere wiederum in der des Landkreises oder in Firmenbesitz, was nicht heißen soll, dass diese deswegen saniert werden. Nur wenige der heute teilweise dachlosen, maroden Gebäude sind mittlerweile saniert, umfunktioniert und erfüllen einen neuen Zweck. Wenn man mit dem Instandsetzen genauso schnell wäre wie mit den Warnschildern, ja, das wäre doch mal was. Mindestens 40 Gebäude befinden sich noch heute auf dem Areal. Mit Errichtung dieser militärischen Anlage erlangte die Stadt nun ihren Garnisonstitel. Ob die vergleichsweise kleine Garnison strategisch als Stützpunkt für das Dritte Reich und/oder als Ziel für alliierte Luftangriffe von Bedeutung war, ist heute eher zweifelhaft. Dafür war sie wohl einfach zu klein und dennoch kreuzten oft alliierte Fliegerstaffeln diese Anlage auf ihrem Weg nach Berlin. Stationiert waren hier vor allem die berüchtigten Messerschmitt-Flugzeuge des Typs Bf 109, die allerdings nur gelegentlich zum Einsatz kamen. Am 14. April 1945, einige Tage vor Hitlers Geburtstag, wurde die Anlage durch amerikanische Jagdbomber angegriffen und eingenommen. Im Juli 1945 gab man dann die Kaserne mitsamt Flugplatz an die sowjetische Besatzungsmacht. In der Folge nutzten die Sowjets den Militärstandort komplett für ihre eigenen Zwecke und stationierten hier über die Jahre und Jahrzehnte verschiedenste Regimenter und Staffeln. Zu erwähnen sind hier vor allem die Flugzeuge des Typen MiG 15, 17, 21, 23 und 29 sowie viele weitere Hubschraubertypen. Ein Großteil der Maschinen wurde bis 1988 von hier aus eingesetzt. Allerdings änderte man ständig die Einheiten, Zusammenstellungen und Fahrzeugtypen. Man blickt also kurzerhand rückblickend gar nicht mehr so richtig durch,
was man mit dieser Anlage eigentlich anstellen wollte. Was man aber noch erwähnen sollte, ist, dass man hier, auch wenn nur temporär, selbst Kernwaffen einlagern und diese von hier aus auch einsetzen konnte. Zur näheren Grenze hin lag der Stützpunkt insgesamt nun aber deutlich besser als im damaligen Deutschen Reich. Somit war die strategische Ausrichtung dieser Anlage doch interessanter, ob sie tatsächlich von Nutzen war, ist aber zweifelhaft. Selbst nach der politischen Wende bis in den Mai 1991 verbarg die Anlage verschiedene sowjetische Fluggeräte, doch dann war Schluss, die Sowjets zogen ihre Streitkräfte nach vielen Jahrzehnten wieder ab. Zum einen steht die Anlage, wie anfangs schon erwähnt, heute zum größten Teil leer und verfällt sich selbst überlassen, wobei es mit verschiedenen Neunutzungen durch den Landkreis, die Stadt sowie Investitionen aus privater und gewerblicher Hand immerhin einen Teil über die Sanierung hinaus geschafft hat. Der Flugplatz muss wohl in der Vergangenheit Rundflüge, historische Technik treffen und Ähnliches veranstaltet haben. Es gab ja auch einen Verein, bestimmt auch einen Förderverein, aber das scheint schon etwas her zu sein. Die offizielle Website ist nicht mehr verfügbar, aktuelle Events stehen aus und auf Maps ist der Flugplatz dauerhaft geschlossen. Ob auch hier Corona mitgewirkt hat, könnte schon sein, oder ob vielleicht schon weit vorher Schluss war, ist auch in Betracht zu ziehen. Aktuell kann man wohl hier nach Internetrecherche nicht mehr fliegen, aber vielleicht wisst ihr ja da etwas mehr drüber, also schreibt es uns gerne in die Kommentare. Vor allem könnt ihr uns auch schreiben, was ihr aus dieser Anlage nach der Wende gemacht hättet. Hättet ihr alles weggerissen oder hättet ihr sie vielleicht gleich umgenutzt? Was wäre denn eure Idee für diese Anlage gewesen? Ich verabschiede mich jetzt zum Schluss dieses Videos noch mit einigen Bildern, die wir dort schießen konnten, und verabschiede mich jetzt vorab. Bleibt mir gesund und munter und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis dahin, macht's gut, bis bald und ciao. Thank you.